Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich wurde in letzter Zeit immer wieder gefragt, ob ich nicht mal ein Video dazu machen könnte, welche Stoffwindeln ich für meine Babys benutze, welche Marken ich nutze. Und da ja viele auch mitbekommen haben, dass ich gerade bei Aaron, bei unserem Silikonbaby, echt meine Probleme hatte, richtig gute Stoffwindeln für ihn zu finden, haben viele sich gewünscht, dass ich halt einfach auch mal, ja, meine Erfahrungen in einem Video zusammenfasse und halt auch mit euch teile. Also mittlerweile habe ich tatsächlich insgesamt 4 Marken an Stoffwindeln hier, die ich aktuell für meine Babys benutze. Und zwar sind das einmal die Bambino Mio All-in-One Windeln, dann einmal die Little Bloom Windeln. Das sind Pocket Windeln, die man dann halt entsprechend boosten kann, aber ich werde auch gleich nochmal genauer darauf eingehen. Dann habe ich die Alva Baby Stoffwindeln, auch das sind Pocket Windeln. Und als allerletztes habe ich dann die Marke Petit Lulu. Das sind halt die kleinsten Stoffwindeln, die ich jetzt habe für Aaron. Und ich würde sagen, ich fange jetzt auch direkt mit dieser Marke hier an. Das sind die Petit Lulu Windeln und zwar die Newborn Windeln. Die sind von 2 bis 5 Kilo geeignet. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte ja tatsächlich auch noch die ein oder andere Newborn-Windel hier gehabt, aber die sind alle irgendwie größer ausgefallen als hier diese Petit Lulu, weshalb ich mich letztendlich dann für diese Marke endgültig für Aaron entschieden habe. Diese Stoffwindel ist eine All-in-One-Windel, das bedeutet, sie hat tatsächlich hier eine Einlage schon drinne, die ihr hier oben mit einem Snap entfernen könnt, falls ihr die Windel doch ein bisschen dünner haben möchtet. Wir als Reborn-Mummies brauchen ja nicht darauf zu achten, dass die Windel wirklich dicht hält. Oder aber ihr snappt halt eben die Einlage hier wieder rein und könnt dann halt die Stoffwindel wieder mit der Einlage benutzen. Ich verlinke euch natürlich auch alle Stoffwindeln, die ich euch jetzt hier auch zeige und präsentiere, unten in die Infobox. Ich hoffe, dass ich die Stoffwindeln auch alle noch genauso finde, wie ich sie hier habe. Wenn nicht, dann verlinke ich euch auf jeden Fall die gleiche Marke, die aber dann halt vielleicht ein anderes Muster hat oder sowas. Kommen wir zu der nächsten Größe, die ich an Stoffwindeln habe, und zwar sind das dann die One-Size-Windeln, die man halt mit Snaps entsprechend der Größe einstellen kann. Und das ist letztendlich auch die Größe, die ich für die restlichen Babys hier alle nutze. Und zwar habe ich mich jetzt für die kleinen Babys, also für Maya, Yuna und Mika und auch Sophia, für die Alva-Baby-Stoffwindeln entschieden. Beispielsweise jetzt hier mit Elefanten drauf oder hier für Mika richtig schöne Jungsmotive. Das sind Pocket-Windeln. Das heißt, ihr könnt die Windeln hier oben in dieser Lasche selber boosten, so wie ihr die haben möchtet. Dafür bekommt ihr auch pro Windel, wenn ihr so ein Set kauft, 2 dieser Einlagen dazu. Ich habe für die kleinen Babys und halt auch für Sophia jeweils eine Einlage da drin, ne, was vollkommen ausreicht. Diese Alva Baby Stoffwindeln bekommt ihr auch richtig schön als Set, gar nicht so teuer. Deswegen habe ich mich damals auch für die entschieden und bin halt auch bei der Marke geblieben. Meistens ist in so einem Paket ungefähr 6 dieser Pocket-Windeln drinne und pro Pocket-Windel dann nochmal 2 solcher Einlagen. Wie gesagt, man kann die halt mit Snaps halt verkleinern oder vergrößern. Dafür macht man halt einfach hier die Snaps auf. Das zum Beispiel ist jetzt die größte Größe und so könnte ich theoretisch auch die Stoffwindel halt Elisa anziehen. Bei Elisa habe ich mich aber tatsächlich vor kurzem für eine andere Marke entschieden. Und zwar die Marke
Little Bloom. So heißt sie, so sieht sie aus. Und zwar hat diese Marke Klettverschluss. Und ich habe tatsächlich schon ein oder zwei von dieser Marke sehr, sehr lange bei Elisa im Einsatz sozusagen. Und als ich gesehen habe, dass diese Marke auch wieder auf Amazon zu haben war, habe ich da für Elisa ein komplettes Set mit insgesamt 4 Windeln gekauft. Bei diesem Set solltet ihr aber beachten, dass da keine Einlagen bei sind. Auch diese Marke ist eine Pocketwindel. Das heißt, auch hier könnt ihr hier oben schön boosten. Diese Pocketwindel hat halt Klettverschluss dran. Finde ich super, super schön. Gerade auch bei Elisa gefällt mir das richtig gut. Bei den Kleinen zum Beispiel mag ich diesen Klettverschluss gar nicht. Auch diese Pocketwindel ist halt mit Snaps in der Größe verkleinerbar. Auch hier könnt ihr halt einfach dann die Pocketwindel dementsprechend in die kleinste Größe packen. So zum Beispiel. Und dann habt ihr ein richtig schönes kleines Windelpaketchen für eure kleineren Babys. Und als allerletztes nutze ich natürlich meine heißgeliebten Bambino Mio All-in-One Windeln für Milan. Da ist eine Einlage mit drinne, fest vernäht. Also hier. Deswegen nennt man die halt auch All-in-One, weil wirklich diese Einlage mit dabei ist. Und für Milan, weil Milan halt eben von der Körperproportion leider keinen so guten Popo hat, packe ich grundsätzlich noch eine zweite Einlage mit in diese Stoffwindel rein und booste die damit richtig schön, sodass die richtig schön halt auch dicker ist für Milan. Also Milan hat auch ein richtig schönes Windelpaket und dann halt auch dementsprechend einen richtig schönen Popo. Auch diese All-in-One-Windeln kann man in der Größe verstellen. Somit kann man die halt auch super auch für kleinere Babys benutzen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier die mittlere Größe für Milan. Das wäre jetzt die größte Größe dieser Windel. Milan braucht halt die mittlere Größe. Das heißt, ich snappe halt einfach hier in die mittlere Größe die Windel ein und kann dann so problemlos halt für Milan die Stoffwindel nutzen. Wenn ich entscheiden müsste, welche Lieblingsstoffwindeln ich hätte, dann würde ich auf jeden Fall sagen, zum einen hier meine Bambino Mio All-in-One-Windeln. Ich liebe diese Stoffwindeln einfach. Und zum anderen sind es tatsächlich hier meine Mini-Windeln geworden für Aaron von der Marke Petit Lulu. Ab und zu mal kommen dann halt einfach mal neue Stoffwindeln dazu, wie zum Beispiel halt jetzt von Elisa die Stoffwindeln, die dazu gekommen sind. Und da hatte ich halt auch noch ein Paket für die Mädchen bestellt gehabt von den Alva Baby Stoffwindeln. Wie gesagt, ich habe euch alle Marken und alles unten in die Infobox verlinkt. Also schaut auf jeden Fall da rein. Ich würde euch auch empfehlen, jetzt nicht sofort, wer weiß wie, zuzuschlagen, sondern einfach nur erstmal ein Paket. Vielleicht bei den Alva Baby Stoffwindeln beispielsweise bekommt man auch gut, ich glaube, 4er-Pakete, müsste ich auch noch mal schauen. Oder halt hier bei dieser Little Bloom bekommt man auch gut 4er-Pakete, dass man wirklich nicht so eine riesen Menge an Stoffwindeln hat zum ersten Ausprobieren. Weil wenn ihr merkt, dass ihr damit nicht klarkommt oder dass ihr ein anderes System für euer Baby braucht, dann könnt ihr die auch wieder gut und gerne wieder verkaufen und bekommt dann halt auch noch richtig gut Geld für die Stoffwindeln zurück. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen bei eurer Entscheidungsfindung für oder gegen Stoffwindeln und ich kann es euch nur empfehlen, es einfach mal auszuprobieren und zu testen. Ich verabschiede mich jetzt wieder. Ich wünsche euch an dieser Stelle jetzt noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut oder geschaut habt. Und ja, wir sehen uns ganz bald wieder.